Gut, Dankeschön. So, Herr Staatsanwalt, waren Sie jetzt am Aachensee? Tja, wir waren in dem Ferienhaus von Florian Kärntners Eltern in Österreich. Und haben Sie die Lena Friedrich da gefunden? Nichts, das Haus war leer. Also es könnte durchaus in den letzten Wochen irgendeiner dort gewohnt haben. Aber ob es das verschwundene Mädchen war, das können wir natürlich noch nicht sagen. Hat das Haus denn auf Sie den Eindruck gemacht, dass diese Lena dort vielleicht gegen ihren Willen festgehalten worden war? Also nach Gefangenschaft sah da gar nichts aus. Und der Kärntner, der war total durch den Wind, als das Mädchen nicht im Haus war. Hat er sogar noch eine SMS geschickt. Also ich glaube ihm wirklich, dass er nicht weiß, wo sich das Mädchen Und mit Erfolg findet. Hat sie sich gemeldet dann? Nee, gar nichts. Bis jetzt nichts. Sind denn sonst jetzt noch irgendwelche Maßnahmen ergriffen worden, um dieses verschwundene Mädchen jetzt endlich zu finden? Naja, die österreichischen Kollegen kümmern sich darum. Die werden uns auch informieren, wenn es was Neues gibt. Entschuldigung, dass ich hier so reinrenne, aber da im Vorzimmer war niemand. Die war wahrscheinlich auf Toilette oder so. Auf jeden Fall ist das hier Lena Friedrich. Und wie Sie sehen, habe ich hier nichts getan. Und es geht ihr gut. Ja, das sehe ich schon. Aber wo kommen Sie denn jetzt plötzlich her? Wo waren Sie denn? Florian hat mir gestern eine SMS geschrieben, dass er voll die Schwierigkeiten wegen mir bekommen hat und dass ich hierher kommen soll, um ihm zu helfen. Ich muss ihm doch helfen. Deswegen bin ich hier. Ich erzähle Ihnen gerne alles, was in dieser einen Nacht passiert ist. Aber nur unter einer Bedingung. Unter einer Bedingung? Und welche? Ich will nicht in den Gerichtssaal. Und warum denn das nicht? Florian hat mir erzählt, dass meine Mutter in den Zuschauern hockt. Und wenn sie mich so sieht, wegen ihr bin ich doch erst überhaupt abgehauen. Sie sind schwanger. Und Ihre Mutter weiß gar nicht, dass Sie ein Baby erwarten? Nein, eben nicht. Wenn sie das erfahren würde, dann würde sie komplett ausflippen. Sie hat mir ständig eingebläut, dass ich nicht den gleichen Fehler machen darf wie sie. Sie hat mich damals mit 15 bekommen. Aber jetzt passen Sie doch mal auf. Wenn sie jetzt erfährt, dass sie Oma wird. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Sie können sich doch nicht ihr ganzes Leben verstecken vor Ihrer Mutter. Was glauben Sie eigentlich, was Ihre Mutter die letzten Wochen und Monate mitgemacht hat, als Sie einfach verschwunden waren? Hm? Ist Ihnen das egal? Nein. Ja, und wenn das Baby kommt, wie soll es denn dann weitergehen? Ich weiß es doch auch nicht. Hm. Wissen Sie was? Ich glaube, dass Ihre Mutter das besser wegstecken wird als irgendjemand anders. Die hat doch selbst genau dasselbe durchlebt. Und die wird jetzt vor allem erstmal wahnsinnig froh sein, dass Sie wieder da sind und dass Ihnen nichts passiert ist. Hm? Kommen Sie. Jetzt erzählen Sie uns alles, was in dieser Nacht passiert ist, als Sie danach dann an den Aachensee geflüchtet sind. Hm? Die gestern unterbrochene Hauptverhandlung gegen Franziska Weiß wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wird hiermit fortgesetzt. Dann hören wir uns die nächste Zeugin an. Lena Friedrich, bitte schön. Mama, jetzt bitte nicht. Ich möchte erst das hinter mich bringen. Mein Gott, Lena. Frau Friedrich, jetzt freuen Sie sich doch einfach mal, dass Ihre Tochter wohlbehalten wieder da ist. Über alles andere können Sie später reden. Und ich verspreche Ihnen, es gibt nichts, was so schlimm wäre, dass man es nicht irgendwie hinkriegen würde. Auch, hm? So, ich denke, Sie müssen die Situation auch am allerbesten verstehen, nachdem, was Ihre Tochter mir erzählt hat. Also, Lena, wir haben uns ja schon kurz vorher unterhalten. Sie wissen, Sie müssen jetzt als Zeugin aussagen. Und Sie wissen, dass Sie dabei die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, ich weiß. Ja. Sie heißen Lena Friedrich, Sie sind 16 Jahre alt, Sie wohnen in Konstanz, Sie sind ledig, Sie sind Schülerin und mit der Angeklagten hier weder verwandt noch verschwägert. Nein. Gut, Lena, vielleicht fangen wir zunächst mal damit an, dass wir uns darüber unterhalten, was Sie denn dazu bewogen hat, da in dieser Nacht vom 22. auf den 23. Juni diesen Jahres nach Österreich abzuhauen. Ich hatte Angst vor meiner Mom. Ich habe erst einen Tag vorher erfahren, dass ich schwanger bin. Und das konnte ich ihr einfach nicht erzählen. Sie haben sich dann im Ferienhaus der Familie Kärntner versteckt. Also man kann sagen, Sie waren zu feige, Ihrer Mutter zu sagen, dass Sie schwanger sind. Ja, ich weiß, dass es scheiße von mir war, aber ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Ich habe an dem Abend, für mich war das die beste Lösung. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass Sie nach Österreich fahren? Ich habe meinem Freund Flo auf der Party erzählt, dass ich ein Kind von ihm bekomme. Wie hat er das denn aufgenommen? Na ja, gerade in die Luft gesprungen ist er vor Freude nicht. Aber er meinte, wir sollen es unseren Eltern erzählen. Wäre wohl auch die vernünftigste Lösung gewesen, oder? Ja, ich weiß, aber ich war so unter Panik. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte einfach nur weg. Und Ihr Freund, was hat er dazu gesagt von solchen Fluchtplänen? Er war total dagegen, hat ständig auf mich eingeredet, dass wir das nicht machen dürfen und dass meine Mom sich voll Sorgen machen würde. Aber in dem Moment war mir das total egal. Das heißt, Sie haben sich am Ende durchgesetzt, oder? Ja, ich habe ihm dann gesagt, wenn er mir jetzt nicht hilft, dann gehe ich alleine irgendwo hin. Aber dann will ich von ihm auch nichts mehr wissen. Und dann hat er mich ins Ferienhaus gefahren
um wenigstens zu wissen, wo ich bin. Dass dieses Verhalten nicht wirklich in Ordnung war, ist Ihnen klar inzwischen? Ja, ich weiß. Jetzt kommen wir mal noch mal zu dieser Nacht, in der Sie da mit Ihrem Freund nach Österreich gefahren sind. Haben Sie in dieser Nacht auch die Angeklagte gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Was? Wissen Sie noch, in welcher Straße Sie die Frau Weiß gesehen haben? Nein, das nicht. Ich weiß nur, dass wir nicht weit von der Party entfernt waren. War an ihr irgendwas auffällig? Sie hatte so einen Schlagstock in der Hand. Also sag mal, sieht denn hier keiner, dass das Mädchen völlig gestört ist? Ich bin nicht verrückt. Ja, natürlich. Mir geht es gut. Du warst ja auch wochenlang hier verschleppt von dem da. Herr Staatsanwalt, der hat Sie doch bestimmt unter Druck gesetzt. Du, machen Sie doch mal was. Du kannst meine Mutter gar nicht gesehen haben. Die war den ganzen Abend mit mir zu Hause. Ich bin mir aber ganz sicher. Ich hab sie gesehen. Ach, ganz du willst sicher. Doch nur deinem Freund helfen, damit er aus dem Schneider ist, weil du ein Kind von ihm kriegst. So, Stefanie, du willst also immer noch dabei bleiben, dass du den ganzen Abend am 22. Juni mit deiner Mutter zusammen warst. Ja, klar. Dann werde ich dir jetzt mal das Gegenteil beweisen. Herr Vorsitzender, wenn Sie mir gestatten, würde ich gerne beantragen, dass wir hier noch mal die Internetseite www.myvideo.de in Kornstedt aufrufen und in Augenschein nehmen. Hieraus wird sich nämlich eindeutig ergeben, dass die Zeugin Stefanie uns hier mit der Unwahrheit bedient hat, weil sie nämlich nicht am Abend des 22. mit ihrer Mutter zusammen war, sondern woanders. Irgendeine Erklärung dazu, Herr Verteidiger? Keine Erklärung. Gut, dann machen Sie es bitte. Dann rufen wir die Video.de noch mal auf. Eine Sekunde. Können Sie das auch bitte auf die Flatscreen übertragen? Das mache ich. Dann ergeht der Beschluss, das vom Staatsanwalt aufgerufene Video wird hier mit in Augenschein genommen. Jetzt sind wir mal gespannt. Also auch ein Video vom 22.06.2007. 22:56 Uhr. Wie sind Sie denn darauf gestoßen, Herr Staatsanwalt? Ja, ich habe ein bisschen rumgesurft, habe mir diese Internetseite noch mal angeschaut. Und da bin ich eben deswegen drauf gekommen mit der Frage, wieso sich die Stefanie so gut auskennt, weil sie sich nämlich selbst in diesem Internetportal gesucht hat. Stefanie, jetzt muss ich dich noch mal belehren. Erstens, du musst deine Mutter nicht belasten. Zweitens, du musst dich selbst nicht belasten. Drittens, sobald du den Mund aufmachst, zählt nur noch die Wahrheit. Ja? Hast du das Video gerade gesehen? Das bist wohl du auf dem Video, oder? Ja, ich. So, und wenn du am 22.06. um die Uhrzeit irgendwo auf einer Party warst, was ist dann los? Was kann da nicht stimmen? Das Alibi deiner Mutter ist falsch. Wie kannst du nur? Reicht es dir nicht, dass du kriminell bist? Musst du jetzt meine Tochter da noch mit reinziehen? Manuel, du kannst mir glauben, ich wollte Stefanie da nicht mit reinziehen. Lass Mama aus dem Spiel, die wollte gar nicht, dass ich für sie aussage. Ich war mir einfach hundertprozentig sicher, dass sie damit nichts zu tun hat. Deswegen habe ich ihr ein glaubwürdiges Alibi gegeben. Und weiter, du warst aber nicht mit ihr am Abend zu Hause, sondern? Steffi, das ist doch keine Lösung. Du weißt, ich bin immer für dich da, egal was mit deiner Mutter und mit mir ist. Steffi, ich weiß nicht, ob dir das jetzt klar geworden ist. Du hast gestern eine Falschaussage hier gemacht. Das ist eine Straftat. Dafür wird der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren einleiten. Wenn du jetzt das noch berichtigst, vor Ende dieser Verhandlung, dann kommst du deutlich günstiger weg. Wir haben es doch alle gesehen. Dann sag bitte, ich war auf einer Party. Ich war auf der Party. Und nicht zu Hause. Zu Hause, ja. Also, war das mit deiner Mutter abgesprochen? Ja. Und wessen Idee war das nun? Meine, ich wollte einfach nur, dass alles wieder so wird wie früher. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass durch Lügen alles wieder wird wie früher, oder? Vielleicht sprechen wir jetzt noch mal konkret drüber, bitte. Also, du warst? Auf der Party, nicht zu Hause mit meiner Mutter. Und hast nicht gesehen? Ob sie zu Hause war oder nicht. Ob die Mutter zu Hause war, naja. Okay. Noch irgendwelche Fragen an die Lena? Keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Ja, Lena, dann war es das erstmal auch. Ich denke, da gibt es einiges zu besprechen mit der eigenen Mama nun. Vielleicht auch mit dem Freund. Da kommt noch eine harte Zeit, aber auch eine schöne Zeit, glaube ich. Okay, und egal wie jung man ist, ist, glaube ich, immer was Schönes. Und es gibt, glaube ich, keine Probleme, die so groß wären, dass man sie nicht irgendwie in den Griff bekommen könnte. Ja, also die Zeugin bleibt unvereidigt. Nimm bitte da hinten Platz. Werden noch weitere Anträge gestellt oder Erklärungen abgeben? Ich habe noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister, der kommt hiermit zur Verlesung. Keine Eintragungen, also bisher keine Vorstrafen. Dann kann ich die Beweisaufnahme schließen. Ja, dann schließen wir die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Bundesgericht, der Verteidiger.
Die Ehefrau, die ihren Ehemann in Flagranti mit einer Nebenbuhlerin erwischt und plötzlich zuschlägt, die handelt vielleicht im Affekt. Da ist das Maß der Schuld irgendwo eingrenzbar. Was Sie aber gemacht haben, es war eiskalt. Sie haben aus egoistischen Motiven, obwohl Ihre Ehe schon im Eimer war, haben Sie Ihrem Mann nachgespürt im Dunkeln, haben ihm dann diese Waffe abgenommen, diese Waffe mit einigem Gewicht und haben damit auf ihn eingeschlagen. Sie haben ihn zum Glück nur am Oberkörper getroffen. Hätten Sie ihn am Kopf getroffen, dann wäre es möglicherweise ein Totschlag oder sogar Mord gewesen. Dass Sie die Täterin waren, das haben wir hier alle bestens feststellen können. Und Sie haben es auch noch bis zum Schluss geleugnet. Wie sind Sie zu bestrafen? Gefährliche Körperverletzung hat eine Mindeststrafe von 6 Monaten. Dabei kann es bei Ihrem Verhalten schlichtweg nicht bleiben. Sie haben auch noch tatenlos zugesehen, wie Ihre Tochter, Ihre eigene Tochter hier ins Messer der Unwahrheit gelaufen ist. Beantrage gegen die Angeklagte eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Diese kann gerade noch, ob des Verhaltens der Angeklagten, weil sie nicht vorbestraft ist, zur Bewährung ausgesetzt werden. Beantrage eine Bewährungszeit von 3 Jahren. Die Angeklagte hat sich ja schon früher, wie wir gehört haben, gewalttätig gezeigt. Dann rastet sie vielleicht in der nächsten Beziehung noch aus, deshalb nicht die Mindestbewährungszeit. Und ich beantrage eine Geldauflage an eine gemeinnützige Einrichtung von 3.000 Euro. Dankeschön. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Bundesgericht, Herr Staatsanwalt, Sie zeigen mir ein bisschen zu wenig Verständnis für eine betrogene Ehefrau. Für eine Ehefrau, die schon einmal gedemütigt worden ist, die schon einmal betrogen und belogen worden ist von ihrem Ehemann. Die Frau Weiß sitzt da und dann plötzlich kommt eine SMS herein und sie muss feststellen, dass sie von ihrem Ehemann erneut mit derselben Frau hintergangen wird. Sie haben das ja zu Beginn Ihres Plädoyers ein bisschen angedeutet. Da ist die Schuld ein Stück weit eingrenzbar. Ich weiß gar nicht, warum Sie dann hier so aggressiv geworden sind gegenüber meiner Mandantin. Ich bitte erneut um etwas mehr Verständnis oder ich werbe darum. Ich finde nicht, dass wir meiner Mandantin hier unterstellen können, dass sie hier eiskalt, planend, berechnend vorgegangen ist. Ach was, sie stand unter Schock, sie war völlig aufgewühlt, sie war gekränkt, sie handelte da spontan, sie wusste da doch gar nicht mehr, wie ihr geschah. Sie wollte natürlich irgendwo ihrer Wut, ihrer nachvollziehbaren Wut, freien Lauf lassen. Das Ganze ist eine natürlich falsche, tragische, innerfamiliäre Beziehungstat. Und ich denke, wenn man sich die Umstände so anschaut, wie ich sie gerade geschildert habe, dann kommt man hier zu einer bestenfalls 6-monatigen Freiheitsstrafe, die selbstverständlich zur Bewährung auszusetzen ist. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Weiß, Sie haben beide Anträge gehört, den des Herrn Staatsanwalts, den Ihres Verteidigers. Sie können sich jetzt selbst auch noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort, vor das Urteil gesprochen wird. Ja, es tut mir leid, Manuel. Ich hoffe, dass auch wir in Zukunft unserer Tochter zuliebe normal miteinander umgehen können. Es tut mir leid. Dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Franziska Weiß ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung § 223 Absatz 1 zu 24 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, Verständnis sollen wir haben mit einer betrogenen Ehefrau. Ja. Aber nicht mit dieser Reaktion, beim besten Willen nicht. Man kann über alles reden. Man kann die Tür zuschlagen, man kann abhauen, man kann dem Ehemann den Koffer durchs Fenster auf die Straße werfen. Alles gerade noch tolerabel. Aber loszuziehen, ihm den Schlagstock abzunehmen und ihn mit dem Schlagstock mehrfach zu malträtieren, das ist ein Zeichen von dermaßen der Brutalität, da können Sie kein Verständnis erwarten. Ja? Zu leugnen gab es eigentlich nichts mehr. Es gab 3 Menschen, die sie in der Tatnacht gesehen haben. Es gab zum einen die Geliebte ihres Mannes und es gab die beiden jungen Leute da hinten, die sie beide sogar mit dem Schlagstock in der Hand gesehen haben. Deswegen war es nur folgerichtig, dass sie am Ende ihre Strategie nicht aufrechterhalten haben, alles zu leugnen. Ich bin der Meinung, dass das, was hier beantragt worden ist vom Herrn Staatsanwalt, gerade noch vertretbar ist, gerade noch nicht zu milde, weil sie am Ende die Kurve gekratzt haben und noch ein kleines Geständnis abgelegt haben. Aber ansonsten muss ich Ihnen sagen, das ist so brutal gewesen.
dass man durchaus auch an eine höhere Strafe hätte denken können. Nur weil sie bisher nicht vorbestraft sind, kann die Strafe jetzt zur Bewährung ausgesetzt werden. Dann ergeht folgender Beschluss. Die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Der Angeklagten wird auferlegt, an den Weißen Ring e.V. eine Geldbuße in Höhe von 4.000 Euro zu bezahlen. Ja. Der Weiße Ring, der kümmert sich um Opfer von Gewalttaten. Da gibt es nämlich auch welche, naja, bei denen der Täter nicht ermittelt werden kann und die auch dadurch in große materielle Not geraten. Ich habe extra davon abgesehen, hier ein Schmerzensgeld zugunsten ihres Mannes festzusetzen, weil ich der Meinung bin, innerhalb einer Familie, und mag sie noch so zerrüttet sein, sollte sich der Staat nicht einmischen, was Schmerzensgeldansprüche betrifft. Gegen dieses Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ihr Herr Verteidiger kann Sie insoweit beraten. Ja, einiges ist da zu Bruch gegangen, würde ich mal sagen. Stefanie, du wirst ein bisschen Ärger kriegen wegen dieser Falschaussage. Da kommt aber mehr für dich. Die Ehe deiner Eltern ist zu Bruch gegangen. Das ist mir klar. Das ist nicht leicht zu verstehen und zu akzeptieren, dass die beiden Menschen, die man liebt und die einen großgezogen haben, sich plötzlich nicht mehr mögen. Ich glaube, du bist groß genug, das irgendwie zu verkraften und irgendwie einzusehen. Ja, Herr Weiß, im Hafen der Ehe haben Sie die eine oder andere Hafenrundfahrt gemacht, möchte ich mal sagen. Jetzt sind Sie im nächsten Hafen gelandet. Wenn man so Rundfahrt macht, muss man schon mal damit rechnen, dass man nass wird. Allerdings muss man nicht damit rechnen, dass man so vermöbelt wird, sage ich jetzt mal. Lena, du kriegst den Eindruck hier von Beziehungen und Ehen und weiß Gott was, dass das alles ganz schrecklich funktioniert. Lass dir gesagt sein, es kann natürlich auch ganz anders, es kann besser laufen. Das wünsche ich euch, dass es immer und ewig hält. Und ich glaube, auch die Mutter Friedrich muss sich da nicht allzu viele Sorgen machen. Sie dürfen nie vergessen, Sie haben selber die Lena ja mit 15 bekommen. Hm? Und sie ist doch eigentlich ganz prächtig gediehen. Es ist immer wieder dasselbe. Eltern trauen ihr Kinder das nicht zu, was sie selbst mal geschafft haben. Erst als Oma wird man dann wieder ein bisschen gelassen. Aber das dauert ja auch nicht mehr lang. Vorhin ist die Hauptpforte geschlossen. Stefanie Weiß wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.